Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starbound. Hauptsache der Dave so gerade tschü und dann fängt die nächste Folge an. Toll. Nein. Der Dave ist gerade wieder am Abscheißen, das kennen wir nein, ja von. Nein. Ich bin nur leider poisoned. Damage per Swing. Nee, oh, nee, nee, jetzt kommt da wieder so ein scheiß Vogel. Oh, der scheint friedlich zu sein. Ist mal was anderes. Toll, und ich kann mir wieder mein Zelt da hinstellen. Das habe ich jetzt schon mittlerweile auf dem Quickslot. Der Dave hasst es, hat es auf dem Quickslot. Halt die Fresse, ey. Aber du hast es auf dem Quickslot. Der war so flach. Egal. Da kommt noch ein Kollege an. Oh, Gold. Und der Kollege ist weg. Und nochmal 10 Copper-Ohr. Nice, ich habe 29 Copper-Ohr. Ich auch, glaube ich. Mega, nice. Boah, Junge, leck mich doch. Ich hasse diese Viecher. Was für Viecher? Diese komischen mit Horn. Mit Horn? Immer so krank schreien. Ach ja, 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 ich auch. Die sind mega scheiße. Oh, da ist noch mehr Gold und Copper. Jawohl, ich glaube, ich gehe dann erstmal langsam raus, falls wir jetzt Abelawege schon abgegrast haben. Eiskalt, du Bitch. Eiskalt, jawohl. Ja, ich komme jetzt wieder raus. Ein Haus mit einer Statue. Jawohl, gut, ich bin jetzt wieder draußen. Ja. Und weiter nach links geht unsere wilde Reise. Warte, das der Dire Stone dauert mega lange abgebaut. Weg, weg, husch! Ja Mann, nice, wie ich die alle mit meiner Waffe weg. Oh! Junge, ist klar, Junge, was ist das denn für ein Kamerade? Oh, dann nehme ich mal das. Boah, ich nehme aber nicht die Statue mit, die ist hässlich. Medikit, Alter, das Medikit haut rein. Und hier haben wir noch etwas Copper. Sauber. Und ich bin poisoned. Das sind da oben wieder so ein paar Klamenz. Ein paar Halunen. Alter, ist das Silber oder Platin? Junge! Silber. Richtig schick. Der Dave wieder am Rumscheißen. Toll, jetzt wird's auch noch Nacht. Scheiße. Toll, ich bin nicht tot. Toll, jetzt kommen noch diese scheiß Vögel. Also der Dave hat Spaß. Toll, jetzt sind da noch mehr von diesen Geisteskranken. Ich verzieh mich in die Höhle. Nein, nein, ich bin poisoned. Nein, Junge, jetzt greift mich hier alle an. Pfui. Ja, Mann, aber ich konnte allen trotzen. Und bin jede Sekunde tot. Ich hab mich in die Höhle verzogen. Jawohl, das Poison hat aufgehört, aber die Viecher sind wieder da. Ja, Mann. Ich kann nichts aufhalten. Außer vielleicht ein Sturz. Ich verzieh mich gerade schön in meine Höhle und pet. Junge, was macht der denn für Pferdegeräusche? Lalala. Junge, hier haben wir auch noch so ein Pferd. Ja, Mann. Nach der nächsten Folge muss ich mal kurz aufhören. Deswegen? Muss kurz aufhören. Deswegen? Sag ich dir dann. Ey, der Dev muss ganz sicher scheißen gehen oder so. Nö. Ich muss jemanden anrufen. Wen denn? Mein Papa. Dein Papa. Die Fuhl. Noch so. Schon wieder so ein Pferd. Pferdgeiles Vieh. Ich bin mal eben weg, ne? Geile Taktik. Ich yo. Bin weg. Yo, tschö. Nice. Geile Taktik. Und da haben wir gehört, wie Dave sein schickes Mikro auf dem Boden gehauen hat.
Boah, ich hoffe, wir überleben die Nacht hier, aber... Alter, wir haben so wenig Leben, sind schon... Nein, da unten oben haben wir einen Endboss. Fetten Endboss. Kusch! Nein! Scheiße! Scheiße. Egal, jetzt mit neuen Powern. Neuer Power können wir dann dahin gehen, den Endboss mal richtig in den Arsch treten und mal sehen, ob wir irgendeine Wumme von ihm kriegen. Irgendeine endgeile Wumme. Und ich fall wieder rein. Kriegst mich nicht. Ja. Junge, diese Wumme ist endgeil. Ich finde ja alle diese Waffen super, wo die auch so ein bisschen schießen. So, ich penne hier mal noch mal ein bisschen, bis sich mein Leben wieder auffüllt. Boah, und da müssen wir gleich wirklich mal wieder nach Hause. Genau, das ist die Idee. Wir bauen die ganze Kohle ab, schaffen die mein Raumschiff. Oh, scheiße, ich war gerade am Labern. Fliegen da mein Raumschiff zu unserem Heimatplaneten. Genau das, was wir eigentlich machen wollten. Ich muss den Dave gleich mal fragen, wie viel Kohle der hat. Ach ja, und nach den Koordinaten, die bräuchte ich dann auch. Was ich auch gerne diesen Elementwaffen finde, ist... Junge, wie viele! Oh. Nice, ohne einen Treffer. Boom! Oh, ich liebe dieses Geräusch. Nice! Junge, mit dieser Waffe können wir echt geil aufräumen. Oh, der ist Gott sei Dank friedlich. Ist mal was anderes. Nein, und da kommen Kackvögel. Und ich bin poisoned. Ah, hier sind wir also. Kuscht euch. Haut ab. Ja, na bitte. Die sind Gott sei Dank alle nett. Ui, aber du bist nicht nett. Oh. Und ihr seid auch nicht nett. Nein! Fast genau an der gleichen Stelle wieder gestorben. Ach, Kinders. Fuck. So, dann wieder zurück zu Daves Schiff. Ah, oh, da kann ich ja gleich mal gucken. Dann müsste man hier doch... irgendwie Dave den Heimatplaneten sehen oder nicht. Okay, dann hat nur Dave den irgendwie eingespeichert. Okay, gehen wir mal nach rechts. Komm her, wenn du nicht raus. Scheiße, die bringen noch Besuch mit. Nein, die bringen sogar noch mehr Besuch mit. Nein, noch mehr Jungs. Das geht nicht. Ach, wollt ihr mich verarschen? Junge, wie die alle schreien, ha? An mir kommt ihr aber alle nicht vorbei. Na gut, sie sind vorbeigekommen, aber... Nein! Oh, ich dachte schon, ich sterbe durch den Fallschaden. Ja, Abkürzung. Nein! Er ist immer noch hinter mir her. Junge, was für eine wilde Verfolgungsjagd hier. Ach, ja, mit Doppeljump kann man auch gut den Sturz abwehren. Und der liebe Dave war hier. Der Dave hat sich in seine Höhle verzogen und pennt. Nein! Nein! Oh, Gott sei Dank sind die friedlich.
Scheiße. Wie, ich kann die ganze Sache nicht mit... Ey, Jungens. Na, das Heu kann ich aber eigentlich... Die Heu kann ich wegschmeißen, diese Köppers. Braucht man ja eigentlich auch nicht, also... Lassen wir die einfach mal da. Wir haben zu Hause noch genug. Ach ja, und dieser... Nein, die sind aber böse. Nein, 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 nein. Ich will nicht poisoned sein. Nein. Ha. Fuck. Jetzt poisoned bin ich tot, Junge. Bin ich tot. Oh. Was eine Reise hier. Ach, und da ist ja der liebe Hanswurst, der Dave heißt. Ich gehe da mal beim lieben Dave pennen. Boah, jetzt mal ein bisschen Leben aufnehmen. Ach. Ich könnte jetzt fies sein und das hier benutzen. Nein, bin ich aber nicht, bin ich aber nicht. So fies bin ich nicht. Habe ich eigentlich auch ein Set mit? Ja, habe ich. Habe ich auch ein Campfire? Nee. Hm, egal. Ach, schön. Zack. Hab ich drauf gedonnert. Mit neuen Kräften können wir jetzt endlich weiterlaufen. Weiterziehen. Schick, das sieht nice aus. Weg mit dir und du bist auch noch da, ich weiß. Zack. Der Boss. Und da irgendwo unten stirbt auch noch gerade einer. In diesen dunklen Stellen, wenn ich in irgendeine Höhle oder so reinlaufe, habe ich echt... Nein, die sind böse! Junge, ist klar, 4 Vögel! Oh, 5 Vögel! Yay! Marsch! Boah, bei diesen dunklen Stellen weiß ich nie, ob ich da irgendwie in was Größeres reinfalle oder... Ja, da kommen sie, da kommen sie und ich kann nicht weiter, nein! Ich bin eingekesselt! Nein! Jungs, das geht nicht! Das... Und poisoned! Poisoned! Poisoned bin ich! Poisoned! Ich kann keinen Double Jump mehr hinlegen. Ja! So macht es der Pro. Leute. Badass. Richtig badass. Dann legen wir uns hier ins Zelt und ruhen es mal ein bisschen aus. Kiddas, ey. Ich frage mich, wo der Dave bleibt. Der kleine Schmaracke da. Oh, und in 40 Sekunden ist die Folge auch um. Ah, und es wird auch gerade super schön Tag. Nice. Oder ich friere mir einfach gerade den Arsch ab. Jo, es wird der Arsch sein. Und es wird Tag. Beides. Das ist eine geile Kombi. Nice, aber wenn es Tag wird... Jetzt ist auch wärmer. Oh shit. Jetzt habe ich aussehen irgendwas anderes für das Zelt. Erde. Ja, toll. Super. Und da meldet sich der Timer.
Also, danke, dass ihr in dieser Folge zugesehen habt. Anfang der nächsten Folge wird der vermutlich nicht da sein. Aber der wird dann auch später nachkommen. Also, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Starbound. Ciao, Leute.